Schichteln oben, wo das aus der Kreidezeit und Jurazeit ist. So ähnlich kann man das auch sagen. Du, und das, was wir gestern mit dem Finger haben, da ausgehoben, gell? Ja, ja. Und ja, ja, genau. Staubmessungen. Fahrzeug zum ja, den Müll halt von einer Seite zur anderen zu chauffieren und natürlich keine Räder, sondern Stahlräder mit Zacken, damit er eben auf dem Müll gut fahren kann. Ideal für Straßenverkehr, gell? Ja, wir haben da halt das Ferienspiel und das ist auch so ein Beispiel. Und die Rettungsreifen haben eigentlich nur den Sinn, wenn da das Ferienspiel ist. Warum? Dann weil diese, sie sehen diese, und falls sie sehen diese spielen und über die Steine drüber und weil sie dürfen, das sind ursprünglich auf der Kärntenstraße gestanden. Sie sollten auch wegschmissen werden. Die haben uns auch geholt und haben gedacht, die stellen wir bei uns auf. Der ist künstlich angelegt, der untere, der vorne ist, das ist die Steine, die Sie da sehen, diese Umfassungssteine, diese Steinblöcke. Das sind die alten Reichsbrücken. Das sind einfach der Reichsbrücke. Ah, ja. Die sind hier auch hier abgelagert worden, die haben wir dann, die sind praktisch wie verschwunden gewesen. Und durch diesen Umbau, Modellierung der Deponie sind wir wieder auf die Steine gestoßen. Die haben wir jetzt hergibt. Das Ganze ist auch irgendwie so ein kleiner Festbereich. Ja, da werden die wildesten Feste spielen. Teich ist ein Lösch- und Beregnungsteich, das heißt, hier ist kein Deponiewasser drinnen, sondern Trinkwasser, und sollte ein Brand ausbrechen, dann wird Wasser hier entnommen aus dem Löschteich und fürs Löschen verwendet, beziehungsweise natürlich im trockenen Sommer zum Beregnen der Wiesen. Und der Straßen hauptsächlich, weil das sind Schotterstraßen und die müssen beregnet werden, damit die Staubentwicklung nicht so stark ist. Hier sieht man ein Fahrzeug, das die Straße besprenkelt. Zurzeit nicht, aber das fährt normalerweise auf den Schotterwegen, auf solchen Schotterwegen wie hier, besprenkelt die, damit eben, wenn Lastfahrzeuge darüber fahren, die Staubentwicklung im Sommer so gering wie möglich ist. Das ist ein Ziegenstall. Auf der Deponie sind zurzeit noch 36 Ziegen, die hier sozusagen ihre Heimat gefunden haben und ein eigenes Gelände haben, das relativ weitläufig ist. Die zwei sind nicht mehr drinnen, weil ein paar Tage später kommen die
zu einer Woche Keller gegenüber. Ein alter 780er Steyrer als Ölfahrzeug, wunderbar erhalten, renoviert. So wurde früher der Hausmüll bei den Wohnungen, bei den Häusern abgeholt. Kein Vergleich zu den heutigen ganz modernen Müllfahrzeugen. Eingang ins Müllmuseum. Hier sieht man die Geschichte des Mülls. Um 1905 wurde es mit Pferdewagen abgeholt. Danach mit einer der ersten LKWs. Auch Colonia-Kübel, die Metallkübel. Bis zum modernen MAN-LKW. Oben hängen die verschiedensten Müllcontainer. Natürlich ist auch in der Obhutter MA48 die Straßenmüllcontainer. Und hier sieht man noch die Müllabfuhr vor 100 Jahren. Einen wirklich alten Holzmüllwagen, komplett renoviert. Dieser wurde früher von Pferden gezogen und da wurde der Müll hineingeschmissen, abgeholt und dann auf eine Deponie gebracht. Wien, die saubere Stadt. Natürlich ist die MA48 nicht nur für die Müllabfuhr zuständig, sondern auch für das Sauberhalten von Wien. Das heißt, auch früher wurden die Straßen gewaschen bzw. besprengt, damit eben Schmutz und Staub verschwindet, um 1890 noch mit Pferden. Das erfolgt später dann mit Fahrzeugen und heute mit hochmodernen Straßenreinigungsfahrzeugen. Zusätzlich ist die MA48 auch für die Schneeräumung zuständig. Hier vor dem Parlament um 1950 nach dem Krieg hat man mit Pferdekutschen den Schnee abtransportiert. Hier sieht man einen der ersten Streuwegen oder auch einen Schneepflug von einem Traktor gezogen. Um 1960 dann mit kleineren ausgemusterten Fahrzeugen, vom Militär auch teilweise, heute natürlich mit modernen Straßendienstfahrzeugen, Schneeräumgeräten, die für die Autobahn dann natürlich dementsprechend größer sind. Und hier sieht man auch einige der Straßendienstmitarbeiter beim händischen Schneeräumen. Um 1925 hat es dann die Abfallkübel auf der Straße als Gitterversion gegeben. Die wurden dann in solche Fahrzeuge geleert und
So schauen sie heute aus, sehr modern, sind oben zum Einwerfen, unten zum Entleeren und das sind die neuen Zigarettenstummel. Behälter, in dem man seine abgerauchte Zigarette hineinschmeißt, damit sie nicht auf der Straße landet. Zusätzlich gibt es natürlich auch für Hundekot Sackerlspender und man kann dann im Sackerl den Hundekot in den Mülleimer werfen. Ein altes Schneeräumfahrzeug inklusive Streuung. Und hier ein altes Straßenreinigungsgerät, was aber auch für Streuzwecke eingesetzt werden konnte. Das ist ein Straßenwaschwagen. Und ein Schneepflug mit Streuer, ein Jenbacher Büffel. Der Fahrer ist vorne drauf gestanden und hat mit den Pedalen Gas und gegeben und gebremst und mit den Hebeln gelenkt. Das ist die sogenannte Schlacht. Die Unterschiede zwischen den Müllabfällen heute und vor 100 Jahren sind gewaltig. Und eine spezielle Eigenart, eine alte Vespa mit Beiwagen und Mistkübeltransporter.